Wir müssen reden. Ja, müssen wir. Es gibt viel zu besprechen. Aber nicht hier. Die Nacht belauscht uns. Unterhalten wir uns in deinem Kopf. Du hast doch noch Platz dort, oder? Woher wissen Sie das? Ich bin dein Großvater. Ich weiß doch alles, oder? Du weißt von meinem Gedankenraum? Wie ist das möglich? Wir alle haben die Macht. Finde die Wahrheit. Und ob ich die habe. Du weißt, dass du eine Seherin bist. Du kannst Gedanken lesen, die Wahrheit sehen, Lügen durchschauen und diese Horrorgeschichte. Wir Andersons sind nicht daran gebunden. Du kannst sie bekämpfen. Schreibe deine eigene Geschichte. Es stimmt. Ich bin eine Seherin. Ich habe Macht. Mein Gedankenraum ist mehr, als ich dachte. Das ist nicht meine Intuition. Ich sehe ihre Gedanken. Erinnere ich mich deshalb als Einziger an die Wahrheit über Logan? Du sagtest, du seist mein Großvater. Wenn das stimmt, warum wusste ich nichts davon? Du warst schon vor dieser Horrorgeschichte Teil dieser verkorksten Familie. Ich war ein miserabler Vater für Freya. Das hat deine Mutter nicht verdient. Kein bisschen. Es wurde alles gesagt. Es vergeht kein Tag, an dem ich das nicht bereue. Aber dein Vater hat es nicht einfacher gemacht. Ich weiß, Freya ist tot. Deshalb möchte ich mich entschuldigen. Es tut mir leid, Saga. Ich sehe, dass es ihm leid tut. Mama sagte, sie wollte nichts mit Opa zu tun haben. Und dass mein Vater gestorben wäre, als ich noch sehr klein war. Alles passt. Thor und Odin gehören zu meiner Familie. Mama sprach nie über meinen Vater. Kanntest du ihn? Manche Dinge sollte man ruhen lassen. Dein Vater war ein komplizierter Bastard. Er dachte immer zu weit voraus. So funktionieren wir nicht. Dann gab es Probleme und er verschwand. Ich kam damit nicht zurecht. Und Freya wollte nichts mehr mit mir zu tun haben. Kein Wunder. Ich kannte Papa nicht oder Mamas Familie. So viele kaputte Beziehungen in meiner Vergangenheit. Ich werde die mit Logan und David retten. Ich werde sie retten. Du sagtest, du wärst Mama ein mieser Vater gewesen. Ging sie deshalb? Freya hat nie zurückgeblickt. Sie war stark. Freya wusste schon immer, dass unsere Mächte gefährlich waren. Odin und ich hätten lieber die Finger davon gelassen. Deine Mutter hatte Verstand. Sie hat dich gut erzogen, auf dich aufgepasst. Es wundert mich nicht, dass sie dir nicht davon erzählt hat. Sie hat mich immer beschützt. Als ich Mama von meinem Gedankenraum erzählte, nannte sie ihn eine Erfindung. Ich wünschte, sie wäre ehrlicher gewesen. Zumindest am Ende. Ich habe den Klicker. Kann ich damit meine Tochter retten? Ein Verstärker! Dreh die Gitarre auf und lass das Schlagzeug krachen! Zerfetzt die Realität! Der Lichtschalter allein genügt nicht. Wir haben es mit Toms Geschichte zu tun, also muss auch er sie umschreiben. Dann muss er nur noch diesen Schalter umlegen und das war's, Baby!
Ich kann den Klicker nicht ohne Wake benutzen. Tom bedeutet Wake. Er muss erst die Geschichte umschreiben. Ohne ihn kann ich den Horror nicht aufhalten. Ich habe keine Zeit für alte Fragen. Thor ist hier, im Übergang. Ich muss ihn finden und verschwinden. Wake hat Logan in die Geschichte geschrieben. Er hätte sie nicht so benutzen sollen. Er kann es immer noch ändern. Ich werde ihm keine Wahl lassen. Macht keinen Sinn. Nee. Thor und Odin sind meine Verwandten. Die Beweise passen zur Wahrheit. Das ist eine ganze Menge zu verkraften. Thor und Odin können in meinem Gedankenraum dank ihrer Kräfte mit mir sprechen. So wie Thor sich verhielt, bin ich überrascht, dass Mama so lang blieb. Aber es tut ihm wirklich leid. Ja. Wake ist derjenige, der das Ende umschreiben muss. Und ich muss ihn im Auge behalten. Die Geschichte wirkt sich auf mich nicht so aus wie auf andere. Das liegt an mir. An meiner Familie. Übergänge können nur mit Kunst betreten werden. Weil sich der dunkle Ort auf Kunst konzentriert? Danke, dass Sie mir das gesagt haben, Thor. Ich muss Wake finden, um dem ein Ende zu setzen. Die Old Gods of Asgard sind bereit zu helfen. Ich und mein Bruder bringen die Bude zum Rocken. Denk daran, deine Tochter ist am Leben. Nur diese Horrorgeschichte hält sie von dir fern. Genau das wollte ich hören. Danke, Opa.
Mach dir um mich keine Sorgen, Kleine. Ich schleppe meinen jämmerlichen Arsch zu Odin. Ein paar Gläschen von Andersons feinstem Stoff und schon geht es uns wieder gut. Bis bald, Saga. Das FBC hält Wake im Sheriffbüro fest. Ich muss Agent Estevez überzeugen. Sie haben Wake und ich habe den Klicker. Wir müssen zusammenarbeiten, um das zu stoppen. Casey. Hören Sie mich, Casey. Verdammt! Wo sind Sie, Casey? Ich hoffe, es geht ihm gut. Konzentration, Saga. Geht zum Büro, zu Wake. Es war zu schnell.
das ist die beste Party aller Zeiten, dank Arma. Diese Leute tauchen einfach hier auf und erwarten, dass die anderen hinter ihnen sauber machen. Die Geräusche, die von der Station zu hören sind, gefallen mir gar nicht.